Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal SlowDMG. Heute habe ich wieder einigermaßen Content für euch, natürlich auch wieder ein bisschen Switch-Content mit am Start. Und wir gehen tatsächlich in dieser Folge auch zusammen in die Grotte und leveln uns auch hoch. Ja, wir sind tatsächlich jetzt schon ein bisschen weiter vorangeschritten. Eventuell bemerkt ihr in diesem Video, dass die Clips nicht wirklich synchron sind, beziehungsweise mir ist wirklich das Wort, wie das heißt, entfallen. Bei mir ist es ja immer so gewesen, dass ihr wirklich Clip nach Clip gesehen habt und das immer in einer schönen Timeline war. Sprich von Level 1 bis hoch immer schön zusammengereiht. Wirklich, ihr merkt, ich habe gerade keine Ahnung, wie dieses Wort auf Deutsch heißt, sorry dafür. Nur das Problem ist, ich habe ja alle Clips, so wie ich es damals gemacht habe, immer mit Fraps aufgenommen. Nur diese Fraps-Clips roh in Adobe Premiere zu bearbeiten, funktioniert nicht so dolle, wie ich möchte. Deshalb habe ich alle Clips einfach reingehauen und einmal geschnitten, und damit ich das einfach besser in Adobe Premiere bearbeiten kann. Und dadurch ist halt das Problem gekommen, dass manche Clips, zum Beispiel ganz am Anfang dieses Clips, war ein Clip, wo ich schon 95 war. Das hätte nicht sein sollen, das habe ich dann versucht ein bisschen zurechtzuschneiden. Eventuell habe ich auch etwas verpasst. Wenn das halt der Fall ist, tut mir das leid. Wobei ich euch auch noch erinnern möchte, ich habe momentan noch ein Giveaway am Laufen. Das ist sehr, sehr gut für Leute, die gerade wieder durchstarten wollen auf dem Server Emerald. Das Video ist einmal in den Kommentaren verlinkt und das seht ihr auch jetzt hier einmal oben rechts in der Infokarte. Da habe ich das Video auch einmal verlinkt. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, am Giveaway teilnehmen. Jeder ist herzlich willkommen. Natürlich noch an alle, die da mitmachen. Ich wünsche euch viel Glück. Das Giveaway werde ich dann auch in ein paar Tagen auflösen. Höchstwahrscheinlich mit dem nächsten Video. Aller spätestens beim übernächsten Video. Weil ich möchte gerne, dass so viele Leute wie möglich daran teilnehmen können. Nicht jeder weiß, dass ich jetzt wieder Videos mache, weil ich hatte ja eine etwas längere Pause, deshalb möchte ich da jedem die gleiche faire Chance geben. Deshalb wird das Giveaway ein kleines bisschen länger laufen. Ihr werdet spätestens in meinem Discord erfahren, wann ich das Giveaway ungefähr auflösen werde. Mein Discord findet ihr in der Beschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn ihr darauf joint. Dort werden nämlich auch Giveaways stattfinden, die nur auf dem Discord stattfinden. Da ist mal vielleicht eine 10er Paysafe Card, eine 25er Paysafe Card oder One auf Azrael oder was weiß ich. Das werde ich mir dann noch überlegen, aber hier könnt ihr gerne einmal joinen. Genau, zum Gameplay seht ihr, dass wir hier gerade wieder Konzis uns, also beziehungsweise wir gerade Konzis gekauft haben. Für 10 One insgesamt. Nochmal dazu gesagt, da habe ich das ganze One habe ich halt von meinem Kollegen Pascal geliehen bekommen. Ich sage es halt immer wieder in den Videos. Erstens, weil ich ihm unfassbar dankbar bin dafür. Und wiederum, damit ihr auch wisst, woher das One kommt. Das ist mir auch sehr persönlich wichtig. Er hat uns da wieder ein 100er One geliehen. Der Typ ist einfach krank. Kann ich nichts anderes dazu sagen. Wir sind ihn undankbar in der Schuld. Wie gesagt, bei ihm ist es so, er spielt momentan nicht. Wann er dann irgendwann wieder anfängt, dann werden wir ihm das One wieder geben. Momentan hat das zum Glück keinen Stress und wir können uns ganz gediegen aufbauen. Und er hat auch selber gesagt, er denkt nicht, dass er in den nächsten 4, 5, 6 Monaten nochmal spielen wird. So, ergo haben wir wirklich genug Zeit. Ja, und mit dem One haben wir uns auch direkt schon mal Windequipment besorgt, weil wie ihr gesehen habt, wir waren schon auf dem Weg Richtung Level 95. Wir haben uns auch Konzis besorgt, Aura-FBs haben wir uns besorgt, weil wir dann natürlich Aura langsam hochlesen wollen. Zu dem Zeitpunkt gab es leider nicht mehr so viele Exos, beziehungsweise keiner hat mehr Exos gerade verkauft. Ergo habe ich mir gedacht, ey, weißt du was, öffnen wir mal ein paar Hydra-Truhen, vielleicht kriegen wir sogar noch einen magischen Stein und können damit das Young, was wir ausgegeben haben, wieder ein bisschen reinholen. Dann haben wir auch schon wieder ein paar Exos bekommen. Das ist natürlich sehr gut, weil wir benötigen die. Da ich ja eigentlich, bevor ich 95 erreichen wollte, eigentlich wollte ich ja schon, bevor ich in die Grotte gehe, Aura G haben. Hat aber dann leider nicht so funktioniert, wie ich wollte. Deshalb versuchen wir jetzt halt, bevor wir auf die Windmap gehen, Aura auf G zu bekommen. Vielleicht sogar P, weiß man nicht, sehen wir dann noch. Bisher sieht das mit den Hydra-Truhen ganz in Ordnung aus. Ja, und zack, da haben wir sogar einen magischen Stein bekommen. Somit haben wir das ja, glaube ich, so gut wie plus minus 0 von den Hydra-Truhen, die wir geöffnet haben. Hier erreichen wir jetzt unser Level 90, das ist schon ein kleiner Meilenstein. Na gut. Wenn man überlegt, im allerersten Video, ja, das ist jetzt das dritte Video, im ersten Video waren wir noch Level 1, jetzt sind wir schon Level 90. Also es ging schon ziemlich schnell.
Beziehungsweise für euch in der Videoreihe. Ja gut, eigentlich war ich ja eine Woche Level 95. Also es ging generell schnell. Ich bin immer noch ein bisschen baff, wie schnell man mittlerweile leveln kann. Natürlich ohne die Hilfe, die ich von meinem lieben Pascal hatte, hätte das so oder so nicht so schnell funktioniert. Deshalb nochmal Shoutout an dich, Digi. Dankeschön dafür. Und ansonsten läuft es momentan sehr, sehr gut auf Asphael. Mir macht es auch wirklich sehr viel verdammt Spaß. Wiederum haben wir auch sehr viel Spaß in den Streams, muss ich sagen. Ich stream ja tatsächlich momentan gefühlt täglich. Wenn ihr das Video seht, werde ich heute auch wieder streamen. Man steht dann wahrscheinlich in den Kommentaren. Zum Beispiel letzten Samstag haben wir, also für mich ist es jetzt gerade Sonntag, wenn ihr das Video seht, ist für euch Dienstag. So, deshalb letzten Samstag habe ich auch ein kleines bisschen Horror Games gestreamt. Da werde ich euch auch gleich mal ein paar Clips einblenden, weil da sind schon witzige Sachen passiert. Ich möchte euch das nicht vorenthalten, weil ich persönlich das fand das richtig witzig. Hab mir gedacht, vielleicht würdet ihr das auch witzig finden, deshalb hau ich euch das mal mit rein. Generell tue ich bei Twitch auch ab und zu andere Sachen streamen. Deshalb seid ihr da wirklich herzlich willkommen. Und jetzt haben wir im letzten Stream abgemacht. Jeden Samstag spielt jetzt ein Horror-Stream-Tag. Beziehungsweise am Ende spielen wir so oder so danach Meeting. Deshalb jeden Samstag könnt ihr dann da drauf einschalten. Wann ich immer streame, könnt ihr in meinem Discord finden. Da habe ich einen Streaming-Plan stehen. Oder ansonsten bei Twitch in den Panels. Da seht ihr auch immer, wann ich dann das nächste Mal live bin. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Desto mehr zuschaut, desto witziger wird's. Vor allem habe ich auch sehr witzige Alerts drin, die ihr mit Kanalpunkten erwerben könnt, wo dann sehr witzige Sounds abgespielt werden, die mich auch tatsächlich sehr oft getriggert haben bei den Horror-Games. Aber nichtsdestotrotz, im Hintergrund hat man gerade gesehen, dass wir uns einen 100er Helm 9 für 12 Wonnen mit Crap-Bonis gekauft haben und da gehen wir dann in den Switch-Content rein. Was wollten wir in den Helmen drin haben? Am besten Wind und Teufel. Wir haben auch den 6.7. ein oder zweimal gedreht. Das war auf jeden Fall schon sehr geil. Ob das aber so alles erfolgreich war, könnt ihr dann sehen. Hier haben wir jetzt den 6.7. rüber. Leider nichts Gutes gekommen. Natürlich hören wir hier nicht auf. Wir brauchen unbedingt Winddev. So haben wir hier nochmal ein paar Switcher uns gegönnt. Na, was kriegen wir denn? Blitzdev? Naja, brauchen wir nicht. Und na, weg damit. 20 Orks, 10 Feuer, nee, ein Auweg, wir brauchen Wind, leider wiederum nichts. Und dann nochmal weiter, 10 Feuer brauchen wir nicht, 10 Blitz, 10 Magie. Wäre da jetzt noch Wind 15 gewesen, hätte ich das tatsächlich gelassen, das wäre dann ganz geil gewesen. Aber hat auch wiederum nicht so dolle funktioniert. Untote Orks ist auch wirklich nichts, was wir brauchen. Stark gegen Tiere, na, wo ist denn unser Winddev? 10% Winddev. Das haben wir dann auch erstmal so gelassen, haben wir nochmal einen 6.7. drüber gezogen und hatten am Ende Gift drin. Perfekt. Ja, den Helm haben wir, wie gesagt, erstmal so gelassen. Der reicht für uns ganz dicke. Irgendwann in der Zukunft werden wir uns natürlich einen besseren zulegen. Das Equipment, was wir uns allgemein jetzt holen, ist halt wirklich nicht das aller Top-Notch-Equipment. Aber es reicht halt erstmal wirklich, um auf die Windmap zu gehen, um auf die Windmap zu farmen und zu leveln. Unser Ziel ist es ja eh jetzt erstmal 105 zu erreichen, sobald wir Level 105 erreicht haben. Werden wir erstmal einen Stopp machen und uns wirklich das Equipment sehr gut zusammenfahren. Was meine ich damit? Nur mit TP 10 Crit, Kette mit TP 10 Crit und am besten schon AW im 6.7. Und. Wiederum habt ihr auch gesehen, ey, lieber Slow, du hast doch gesagt, du willst doch nur mindestens so 50 Euro im Monat ausgeben, ne? Ihr habt ja gesehen, wie viel ich geswitcht habe mittlerweile. Wir können uns alle darauf einigen, dass es mittlerweile in diesem Monat ein bisschen mehr als die 50 Euro sind. Aber wir sehen das mal so, als Investment, okay? Würde ich jetzt mal behaupten. Ab nächsten Monat versuche ich diese Grenze von 50 Euro einzuhalten. Ihr wisst, wie es ist mit Metin und ich hatte irgendwie Bock zu switchen und habe ich mir gedacht, weißt du was, komm, nee. Du leider mein Vorhaben mit 50 Euro im Monat damit ein bisschen brechen.
Ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht so schlimm. Ich versuche mir das gerade irgendwie gut zu reden. Also, ja, ne? Im Hintergrund seht ihr, Aura G haben wir ja erreicht. Und da tun wir das jetzt auch schon ein bisschen exen, damit wir das so schnell wie möglich OP bekommen. Rangpunkte haben wir ja genug. Zenbon tatsächlich waren auch nicht so teuer. Ich hätte auch natürlich ein paar Tage warten können, aber ich konnte und wollte nicht warten. Deshalb habe ich das auch mit Zenbon dann durchgeext. Bei Exos hat man noch ein bisschen übrig. Ich dachte, komm, weißt du was, machen wir. Gar kein Ding. Wir wollen das einfach so schnell wie möglich auf P bekommen. Aber wie gesagt, hier erreichen wir jetzt Level 91. Es geht wirklich sehr gut und flott voran. Hier haben wir dann noch die ganzen B-Switcher auf den Zodiac-Schwert gezogen. In der Hoffnung, ey, vielleicht switchen wir irgendwas mit 40D. Ist es am besten 10dB und dann appen wir dasselbe. Oh, die Switcher sieht man gerade nicht. Tut mir leid dafür. Die zwei, aber da ist ja eh nichts Gutes gekommen. Den sieht man dann auch wieder nicht. Hoppala. Sorry dafür. Bearbeitungskünste 10 von 10 auf jeden Fall. Genau, hier haben wir dann noch einen Windjahr, den haben wir uns ja vorhin gekauft. Den versuchen wir jetzt auch noch auf plus 4 zu appen. Windjade, ein mythischer Drachenjade, warum Windjade? Also manchmal frage ich mich wirklich, was ich eigentlich laber. Und er ist wirklich sehr schön und schnell auf plus 4 gekommen. Jetzt fehlt uns nur noch für die Alti einen Saphir und einen Dia. Hier haben wir dann natürlich auch Aura weiter gelesen, leider gefailt. Ich kann es leider gerade nicht erkennen, welches G es mittlerweile ist. Ich glaube G5, G6, ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Aber wie gesagt, versuchen wir es einfach so schnell wie es geht hochzubekommen. Da war es auch wieder erfolgreich. Ich glaube jetzt ist es G7, wenn ich es richtig sehe. Ging eigentlich ganz angenehm, das Echsen. Manchmal habe ich mir gedacht, ey, ich spring jetzt endlich um. Aber so ist es halt manchmal mit dem Echsen, ne? Klappt halt nicht immer so, wie man will. Und wenn man es halt, wenn es immer so klappen würde, wie man will, dann wo ist da der Reiz? Ne? Aber über dieses Thema kann man wirklich stundenlang diskutieren und sich unterhalten. So von daher gehen wir auch mal gar nicht weiter auf dieses Thema ein. Hier haben wir jetzt Level 94 erreicht. Da fehlt uns nur noch ein Level auf 95. Natürlich bin ich mit 94 nochmal rausgegangen. Und natürlich haben wir Aura nochmal ein bisschen weiter gelesen. Ich muss sagen, tatsächlich, wir konnten auch durch das Seher-Event noch ein bisschen schön gut One mitnehmen. Ich finde es schade, dass ich nicht früher angefangen habe, dass ich noch früher das Seher-Event mitnehmen kann. Ich werde jetzt auf jeden Fall demnächst mir ungefähr, was weiß ich, ich glaube 16, 17 oder 18 Level 30er Ninjas machen. Dass wenn dann wieder, sagen wir mal, so ein Event kommt wie das Seher-Event, wir die Chars einfach gediegen auf Map 2 stehen lassen können und die dann einfach Karten farmen können. Ich werde dann auf den ganzen Accounts tatsächlich mir, glaube ich, 3, 4, 5 Ninjas machen. Und können wir tatsächlich wirklich eine Menge Schotter mitmachen, wenn dann nächstes Mal so ein Seher-Event kommt. Darauf freue ich mich schon und ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze dann auch ablaufen wird. Vor allem, ob ich das auch durchziehen werde, weil das ist ja natürlich auch ein kleines bisschen Arbeit. Ja? Wollen wir gar nicht darüber diskutieren. So, und da lesen wir, jetzt Aura ist momentan G10, wir versuchen es auf P zu bekommen. Die letzten paar Selis, um das auf P zu bekommen, waren wirklich sehr anstrengend, muss ich sagen. Und das war wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ey, spring doch jetzt endlich mal auf P um. Vor allem Zenbon haben wir uns immer wieder gekauft, ihr seht ja unten rechts, da geht das Yang auch langsam immer weiter zu Bruch. Aber wir nähern uns schon langsam dem Ende der Folge. Falls euch das Video natürlich gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like und ein Abo freuen. Ansonsten schaut gerne, wie gesagt, beim Giveaway vorbei. Ist ja oben rechts in der Infokarte verlinkt. Einfach einmal draufklicken, dann werdet ihr dorthin weitergeleitet. Und ansonsten würde ich sagen, Videos habe ich noch genug am Start. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr auf mein Discord vorbeischaut / auf mein Twitch. Damit war es das. Haut raus, euer SlowDMG.